Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir waren das letzte Mal bei den Eichhörnchen im Sumpf, haben unsere Nachricht endlich abliefern können. Und ich dachte mir, vielleicht haben wir noch was vergessen. Und es gibt hier vielleicht noch mehr Aufträge zu holen, nämlich bei Yevon selbst, der hier gerade die unschuldige Holzpuppe vermöbelt. Die hat dir nichts getan, Yevon. Naja, vielleicht hat sie ihm was getan. Ey! Abhacken! Der Ast offenbar seinen Fuß gefallen oder so und jetzt muss er seinen Frust daran abbauen. Aber egal, ich rede mal mit Yevon. Das können wir doch noch Ja. tun. Genau, wir hätten nämlich noch gerne mehr Arbeit. Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Ihr scheint euch im Sumpf auszukennen. Und ihr habt uns einen Dienst erwiesen. Ja, da wäre noch etwas. Ich höre zu. Ich habe gehört, dass Ritter vom Orden der Flammenrose in den Sumpf eingedrungen sind. Diese Fanatiker hassen Anderlinge. Früher oder später werden sie auch uns nachstellen. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, dass ihr die Einheit zum Golem-Totenacker führt. Dort warten Hafkaren. Sollte sich das Blatt zum Schlechten wenden, erwarte ich, dass ihr die Einheit am Weglaufen hindert. Nein, nein, ich will da nicht mit hineingezogen werden. Geralt will das Ich bin nicht. mir nicht sicher, ob ich da reingezogen werden möchte. Diese Entscheidung braucht Zeit. Das ist mal eine coole Konstruktion. Sowas hätte ich mir als Kind immer gewünscht. Hier im Baum. Nicht so unbedingt sicher, man muss ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Aber für Elfen ist das sicherlich kein Problem. Zwerge dagegen, können eher ein Problem haben. Ja, alles ein sehr provisorisches Lager, aber die Eichhörnchen sind halt eher eine Guerillatruppe. Und das hier war mal ein dicker Baum. Ist das Zunderschwamm? Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal im Leben echt einen Zunderschwamm gesehen. Das ist auch mal cool gewesen. Das ist ein Pilz, der eben an Gehölzen wächst. Ich weiß gar nicht, ob er symbiotisch oder parasitisch ist. Und der ist extrem selten geworden. Früher war er recht häufig. Und Zunderschwamm, wie jeder dieser Spieler weiß, heißt er deshalb, weil man ihn tatsächlich zum Anzünden verwenden kann. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben einen vorher gesehen. Also was freue ich mich dann immer. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich alles, was ich im Sumpf erledigen konnte, erledigt, nicht wahr? Ah! Die Büschelkrautblumen. Ja, die bringen wir zum Fährmann, dann können wir auch gleich zurückfahren. Weil irgendwie kommen wir hier jetzt doch nicht viel weiter mit unseren Ermittlungen. Jetzt bleib am Boden. Und steh ja nicht wieder auf. Ja, die ertrunkenen Toten und die Ertrunkenen werden hier langsam lästig. Hinten kommt noch einer. Ich habe deinen Schatten gesehen. Du brauchst dich gar nicht so sneaky von hinten angeschleichen. Warum klappt das mit dem Art gerade nicht so ganz? Ach, ich hätte erst ihn. Naja, egal. Wo kommen die denn alle her? Ja, zünden wir es einfach an. Das könnte das Problem auch lösen. Ich will nur einen richtigen Winkel haben. Nein, so nicht. So. Dann müssten wir sie beide erwischen. Genau. So, und jetzt den ertrunkenen Toten erledigen. Und hoffen, dass der Blattsauger gleich wieder mal ein sehr gut gezogener Igel ist. Wo kommt der jetzt wieder her? Und platzt. So. Ist endlich Ruhe hier. Nein, ich will nicht wissen, was in Geralts Kopf so vor sich geht. Aber Nieswurz könnte ich noch mitnehmen.
So, ich könnte jetzt natürlich... Ich ihn nutzen könnte ich noch versuchen zu finden. Ich weiß, wo der welche vorkam. Bei Großväterchens Haus, da schauen wir doch mal, ob wir da noch welche kriegen. Und ich wollte eigentlich noch weiter im Norden hier suchen, ob es da noch was gibt. Ist das Lager der Anderlinge? Vielleicht gibt es da auch noch Ichinopsen. Schauen wir doch einfach mal nach. Außerdem könnte es da noch weitere der Sephiroth-Steine geben, die wir suchen. Hallo, weise Myrte. Hallo, Geralt. Willst du mich pflücken? Aber ja, doch. Weiter geht's. Bin ich noch richtig? Nein, bin ich nicht. Richtung Norden will ich. Ja, das ist die richtige Richtung. Ich frage mich nur, ob ich auch rankomme. Also ich schaue schon auf die Minikarte. Nach oben ist ja auch immer Norden. Aber ich bin mir halt gerade nicht so sicher mit den Levelgrenzen hier, wie wir da am besten rankommen. Kann ich da hochklettern? Nein. Ja, das hat, glaube ich, viele Leute auch ein bisschen am ersten Teil gestört, dass Geralt wirklich an jedem Zaun und sonst was nicht drüber vorbeikommen konnte. War im zweiten Teil ja auch noch so. Klettern konnte. Im zweiten Teil war es schon ein bisschen besser, da konnte er ein bisschen klettern. Ich finde sowas jetzt eigentlich nicht sonderlich störend. Fällt mir wahrscheinlich einfach gar nicht auf. Die erdrückenden Toten müssen ganz schöne Leichtgewichte sein, so wie sie immer wegfliegen, wenn Geralt das Schwert aus ihnen rauszieht. Ach nee, nicht wieder ein Blattzeuger. Ich will nur Kräuter sammeln. Für meine Pfeife. Und für meine Tränke natürlich vor allem. Und ihr lasst mich hier einfach nicht in Ruhe. Nicht mal ein bisschen Urlaub kann man einem Hexer gönnen. Ständig muss er Ungeheuer vermöbeln. Vielleicht hätte ich doch das Schwert nehmen sollen. Ja, noch ein bisschen Zutaten sammeln schadet eigentlich nie. Ich habe den Ertrunkenen schon gesehen, der hat sich noch hinter dem... Ein ganz schön sneaky Ertrunkener hier versteckt er sich hinter der umgestürzten Balken. Und jetzt läuft er auch noch weg. Ich glaube, der kommt aus Vietnam. Und wird das bestimmt in den Hinterhalt locken. Nee, hat sich doch anders überlegt. Ist genauso dumm wie er seine Artgenossen. Ja, was nur? Und Geralt ruckelt ihm jetzt hinterher? Ich glaube, vor meinem Fenster ist gerade eine Eule vorbeigeflogen. Noch einer von der Sorte. Ach, ich hatte einen falschen Kampfstil. Darum ist er dem anderen so komisch hinterhergehüpft. So ein bisschen wie so ein Hase, der ein Schwert in der Hand hat. Ist ja auch weiß, also ein weißer Hase. Kein weißer Wolf. Das habe ich Geralt mit Hasenohren im Kopf vor Augen. Das spricht irgendwie nicht so ganz seinem üblichen Auftreten. Moment, ich war gerade irritiert durch das, was das Schwert an seiner Seite getan hat. Was ist das eigentlich für ein Schwert? Das Schwert des Ordens, minus 10% Schaden, das ist nicht so gut. Wyvern, jede Menge Wyvern. Die gibt's hier oben, also schön. Also eigentlich überhaupt nicht. Die sind nämlich recht unangenehm. Müssen sie doch so klein kriegen. Vielleicht mal mit Jürgen probieren. Komm her. Komm her. Oh, ich hoffe, das hat jetzt einen negativen Effekt auf das auf die Kreatur gehabt, sodass sie leichter umnieten können. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wie sie auf Jürgen gesetzt hat. Wahrscheinlich nicht viel. Ich da nie wirklich viel drauf setze. Und wie ihr seht, sind die Wyvern noch ganz schön stark. Und wenn ich da hinten... Die pennen alle. Ah, das kommt aber schon in die nächste.
und rennt auch wieder in die Falle rein. Finde ich nicht schlecht. Wie anfällig seid ihr denn gegen Feuer? Ja, echt Drakonide, die ist quasi nicht so anfällig. Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Schnell! Oh nein, ich blute. Und hinten kommt die nächste. Oh, das ist schlecht. Ich gehe. Liegt der Hexer tot im Keller, war der Wyvern wieder schneller. Das war knapp. Verfolgen die mich? Nein. Gut, da gehen wir erst noch nicht mal noch nicht hin. Also, der Sumpf ist eindeutig zu dicht bevölkert. Hier muss ein Populationsmanagement heran. Zum Glück ist Geralt ja schon da und arbeitet sehr hart und feste daran, die Population zu managen. So allgemein von Ertrunkenen. Ich frage mich so langsam, was die sich eigentlich ernähren. Wenn es so viele Ertrunkene gibt, müssen die ja auch irgendwie gute Nahrung haben. Kannst keinen 5 Meter laufen. Also es stört mich jetzt eigentlich nicht sonderlich, dass man hier immer wieder mal einen umnietet. Es geht ja alles recht schnell und so weiter. Aber ein bisschen weniger Gegner wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, wir wollten zum Fährmann. Gibt ja sonst nicht mehr wirklich was zu tun. Dann kommen wir da hoffentlich auch mal wieder weiter. Hallo Krähen. Könnten sogar Kolkraben sein. Die haben so einen gekalten Schwanz. Aber ich glaube, das sollen eher Krähen sein. Sind nur ein bisschen komisch animiert. Weiter geht's. Durch den Sumpf. Und hier, mitten abseits der Wege, passiert nicht. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Kommst du her? Geralt fragt sich eher, wie lange sein Schwert noch scharf bleibt bei so vielen Ertrunkenen, die er absticht. Und ob nicht auch irgendwann mal sein Schwert rostet. Naja, ist ein Silberschwert. Dadurch, dass er es hier ständig im Wasser verwendet. Muss das halt gut gepflegt werden. Und das sollte ein Hexer sowieso tun, sonst hat er keine hohe Lebenserwartung. Ach, die Echinopssporen habe ich jetzt ganz vergessen. Da müsste ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Nee. Ein andern Mal. Da sind wieder die sich um 360 Grad drehenden Krötenfrösche. Wahrscheinlich Moorfrösche. Weil Sumpf und so. Es ist mir vorher mit den Fröschen noch nie aufgefallen. Ich frage mich, ob das ein neuerer Bug ist, der vielleicht erst durch neue Betriebssysteme oder so hinzugekommen ist. Oder ob es mir einfach nur nie aufgefallen ist. Wisst ihr denn, was die mich erinnern? Wenn die so rumlaufen? So ein bisschen an Krähen. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Auf der anderen Seite könnte es auch ein sehr seltsamer Tanz aus den 70er Jahren sein. Ah! Toll, jetzt kann Geralt wieder duschen.
Und wieder weg. Ach, komm schon. Weil ich mir manchmal frage, ob die nicht einfach inzwischen schneller mit dem normalen Schwertangriff umzunieten sind. Bin ich jetzt noch richtig? Nee, ich bin ziemlich weit abgedriftet. Also gehen wir mal lieber in die Richtung. Uns der Pfeil hinweist. Irgendwie konnte ich doch... Ah, mit G konnte ich die Schulter wechseln. Und aus die Perspektive läuft. Ja, dann doch eher da lang. Nee, da geht's zu den Brennergruben. Dann müssen wir doch eher da lang. Ah, nee, wir müssen... Hä? Ach so, hier... Ah, da gibt's noch ein Weg. Okay. Kurze Orientierungsschwierigkeiten. Ganz schön neblig. Wenn ich mir das mal so anschaue, ist die Sichtweite hier nicht sehr hoch. Also, Fährmann, bringe er uns zurück. Was wollt ihr? In die Stadt. Ach ja, und wir haben Kräuter für dich. Lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich. Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Hier. 5 Büschel Krautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Jaren. Gewiss doch. Was wollt ihr? Bringt das, was man immer von einem Fährmann will. Zeit ist Geld. Kann's los? Sonst... Und wieder fährt man durch den Sumpf, aus dem die seltsamsten und unangenehmsten Geräusche klingen, durch die Dunkelheit zurück nach Visima. Geralt fragt sich, wie oft er das noch machen muss, mal davon abgesehen, dass ihm gerade einfällt, dass er eigentlich auch den Teleportationsstein zu Kalkstein hätte verwenden können. Gut. Ja, Jaron Boldwold werden wir das nächste Mal noch besuchen. Ist es Mittag? Ah, es ist eher Nachmittag. Ja, sind wir wieder zu spät, um mal bei der Witwe vorbeizuschauen. Algule wissen wir ja auch ungefähr, wo die vorkommen. So, Siegfried, sollten wir nochmal mit Shani sprechen? Ich weiß es nicht. Ja, den finde ich irgendwie immer noch nicht. Ich weiß auch nicht warum. 4 Sephiroth gesammelt. Ja, dann müssen wir wohl in die Stadt. Um noch weitere zu finden. Boxfleisch, den Alchemisten Kalkstein. Ah, da sind wir ja eigentlich inzwischen ziemlich sicher, dass das nicht war, wenn ich mich richtig erinnere. Oder, war das Gegenteil der Fall? Ich weiß es gerade nicht mehr. Für Vincent Nice können wir nicht wissen. Ah, wir müssen auf Wenden warten, dass Raymond sich an mich wendet. Okay, da können wir momentan gar nicht so viel machen. Außer mal schauen, dass wir jetzt endlich vielleicht den Sendboten treffen. Ja? Nee, da haben wir ja eigentlich auch schon dagegen gestimmt. Eigentlich können wir mal ein paar Sachen an ihn verkaufen. Das wäre vielleicht ganz nützlich für unsere Geldbörse.
Herr Malöwe schickt mich. Was liegt an? Er hat neue Informationen. Ihr sollt so schnell es geht in sein Haus kommen. Danke für die Nachricht. Danke, Kleiner. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr weiter auf ihn warten. Das ist doch mal erfreulich. Dann treffen wir uns direkt mit Raimund. Und dann schauen wir, dass wir den Sendboten kriegen und am nächsten Tag endlich die Witwe finden. Vollkommen verwundert schaut Geralt auf sein Amulett, das total panisch ausbricht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, das denkt sich Geralt auch. Warum sollte das Amulett hier ausschlagen? Raimund, was hast du getan? Willkommen. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Ja, es wird langsam teuer, aber noch können wir es uns auch diese leisten. Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste ab. Aber für 200 Orens, da bekäme ich Geld. Für 200 Orens bekäme ich... Es kostet, was es kostet. Nehmt es oder lasst es bleiben. Tatsächlich. Ja? Diese Untersuchung... Ich bin kein... Na gut, dann geben wir ihm sie halt. Offensichtlich lässt er nicht mit sich verhandeln. Ich habe 200 Orens. Zum Geschäft. Nach dem Angriff haben sie den Gefangenen verlegt. Nicht gut. Zumal er gestern Nacht gestorben ist. Wie ist das passiert? Naja, sein Zustand war zwar bedenklich, aber ich habe so das Gefühl... Dass da jemand ein wenig nachgeholfen hat? Genau. Ihr seid doch mit Shani befreundet. Bittet sie, eine Autopsie vorzunehmen, wenn wir erstmal die Todesursache kennen. Moment mal. Ihr spioniert mir auch nach? Das ist mein Job. Bis später. Okay, also mit Shani sprechen und der blöde Gefangene von dem Salamandra hat den Löffel abgegeben. Na super. War das vielleicht doch noch Boxfleisch? Ist wohl noch ein bisschen zu früh dafür, sich mit dem Herrn zu treffen, dem Sendboten. Verdammt, was für eine Missgeburt. Hallo, Hund. Du hast noch keine Frau kämpfen sehen. Die haben wir ja schon alle verkloppt, oder? Verkloppen wir den? Verkloppen wir ihn hier. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Ist jetzt einfach mal so ein kleiner Zeitvertreib. Ich meine... Hast du ein bisschen Frust abballassen? Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Bisschen Dampf ablassen. Nach all diesen dämlichen Ertrunkenen im Sumpf. Ist das doch genau das Richtige. Wirkliche Chance hat er eh nicht. Ja, ganz schön stabil, der Herr hier. Aber irgendwann kriegt er einen Kinnhaken zu viel ab. Eine Kinnlade zu viel ab, das ist sicherlich auch mal der Fall. Sieht dann aber irgendwie komisch aus. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob es hier effektiv ist, jemand mit... Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Bis wir wieder Geld brauchen. Ich weiß auch nicht, ob es so effektiv ist, jemanden mit Unterkiefern zu bewerfen.
Ochsfleisch ist auch nicht hier. Na gut, dann meditieren wir mal vor uns hin. Seltsameres als diese Missgeburt habe ich meditieren, wenn das Feuer. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Oh, wir haben keine. Muss es erst anzünden. Feuersteine mehr. Das ist natürlich doof. Ja, darum sitzt du auch in der Stadt, nicht wahr? Oder willst du dich. Hast du Kohle? Seht ihr die ganzen Bettler? Klaut die Schale eines Bettlers. Gute Idee. Aber welche? Ich helfe jederzeit. Sehr nett. Einfach noch bei den Ärmsten noch weiter zu klauen, die sowieso schon nichts haben. Immer schön nach unten treten. Ah ja, der Schankwirt, da könnten wir doch hoffentlich ein bisschen schlafen. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Sind Zimmer. 5 Orens. Das war sicherlich auch irgendwo kostenlos fänden können, aber. Mittagszeit war es, nicht wahr? Ja, Mittagszeit. Dann ziehe ich noch eine Stunde ab, dann haben wir hoffentlich noch genug Zeit, bis dahin zu laufen. Hoppla, und ich sehe gerade, ja, dann machen wir das doch erst in der nächsten Folge. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.